Hallo meine Freunde, heute gibt es mich mal wieder mit einem H&M Haul. Und zwar kann sich die neue Spring and Summer Kollektion 2022 von H&M sehen lassen. Es sind so schöne Sachen mit dabei. Ich persönlich habe mich vom Winter komplett verabschiedet. Bei mir durfte jetzt der Frühling ganz offiziell einziehen. Das erkennt man auch an meinem Kleiderschrank und an meinen Outfits, die jetzt viele schöne Frühlingsfarben mit beinhalten. Und bevor ich mit dem Video loslege, möchte ich noch einmal darum bitten, dass ihr meinen Kanal abonniert, dieses Video liked und mir etwas Liebe in den Kommentaren da lasst. Und ansonsten ziehen wir jetzt weiter zum Video. Beginnen möchte ich mit den Accessoires. So einige Accessoires habe ich mitgenommen und die dürfen hier bei mir einziehen. Zum einen ist das jetzt diese schöne Kette. Es ist eine zweireihige Kette und die eine davon ist Gold und hat einen kleinen Anhänger. Die zweite ist mit Perlen bestückt und passt, wie ich finde, wunderschön zu dieser Bluse, die übrigens von Zara ist. Zum anderen habe ich eine Sonnenbrille gefunden, die so aussieht. Es passiert bei mir sehr, sehr selten, dass ich eine Sonnenbrille finde, die ich so toll finde, dass ich die einfach mal behalten möchte. Mir wurde mal gesagt, dass ich kein wirklich gutes Sonnenbrillengesicht habe. Ich versuche dagegen anzukämpfen, aber diese hier ist auf jeden Fall eine, die mir gut gefällt. Die letzte ist mir bei einem Videodreh übrigens kaputt gegangen. Deshalb brauche ich eine und die ist hübsch und darf bei mir einziehen. Dann habe ich auch hübsche Schuhe gefunden und zwar sind das diese Spandrée in dieser schönen Cremefarbe. Die sind so bequem. Wirklich, als ich die Try-Ons abgefilmt habe, habe ich die sehr lange getragen und ich garantiere euch, es drückt nirgendwo. Die Absatzhöhe ist so angenehm, dass es nicht weh tut und es zwickt auch nirgendwo und die sind einfach mal toll und leicht sind die. Und zu allen Kleidern, die ich euch heute zeigen kann, kann man die so super süß kombinieren. Finde ich top. Und zum anderen habe ich mir diese Sandalettchen hier geholt und zwar haben sie vorne eine drapierte Schleife oder einen drapierten Knoten, sind ansonsten recht schlicht gehalten. Der Absatz ist nicht besonders hoch, ist eigentlich nicht so meine Absatzhöhe, aber ich finde, in dieser Kollektion waren nicht so viele Schuhe, die mir gut gefallen haben. Nichtsdestotrotz, diese sind mitgekommen und haben ihren Job erfüllt. Kommen wir nun zu den Kleidern. Ich habe dieses schöne Blusenkleid mitgenommen. Und zwar ist es schön gestreift, hat einen sehr auffälligen Kragen vorne, hat lange Ärmel und der Ärmel wird unten hin noch etwas breiter, hat einen Bindegürtel und ist vorne komplett bis zum Schluss durchgeknöpft. Es ist ein sehr schöner, fallender Stoff, der sich sehr, sehr angenehm und hochwertig anfühlt. Das Kleid habe ich mir in der Größe 37 bestellt und für mich ist dieses Kleid ganz besonders, weil ich finde, es ist sowohl alltagstauglich als auch als Abendgarderobe geeignet. Also man kann damit so viel machen, es ist multifunktional und das finde ich ganz, ganz toll. Jetzt möchte ich euch meinen Favoriten dieser Bestellung zeigen. Und zwar ist das dieses schöne Kleid. Das Kleid hat vorne einen relativ tiefen Ausschnitt, aber er verdeckt alles, was verdeckt werden muss. Es ist nicht durchsichtig, weil es doch so ein zweireihiger Stoff ist. Auch der Unterrock ist so gemacht, dass man überhaupt nicht durchschauen kann. Und es hat hinten, ein Bändchen, womit man das regulieren kann, wie eng man das haben möchte. Es hat solche langen Ärmel mit einem Gummizug am Ende. Und hier auch um die Taille, also unter der Brust, hat es einen Gummizug, so ein drapierter Gummizug. Sitzt sehr, sehr angenehm. Es ist ein langes Kleid. Und dieses Kleid, das erinnert mich irgendwie an einen wunderschönen Sonnenuntergang an einem warmen Sommerabend. Irgendwie würde es Geschichte erzählen können, dann wäre das die Scenery dieser Geschichte. Irgendwie finde ich den so schön und ich kann mir das schon so richtig vorstellen, wie ich damit irgendwo im Urlaub am Strand flaniere, barfuß am besten. Kennt ihr das? Definitiv ein wunderschönes Kleid, habe ich mir in der Größe XS bestellt und sitzt einfach einwandfrei. Dann habe ich mir ein Kleid bestellt und habe es anprobiert und im Spiegel fand ich das Kleid top. Aber als ich mir dann das Video angeschaut habe, war ich mir nicht mehr so sicher. Und zwar ist es dieses Satinkleid in dieser schönen Korallenfarbe. Es ist ein langes Kleid, hat keine Schlitze, ist vorne hochgeschnitten, hat hinten einen tiefen Zipper, sodass man gut reinkommt und hat einen relativ breiten Bändegürtel. Es fällt ganz schön. Aber wie gesagt, ich bin so ein bisschen verwirrt. In echt sah das im Spiegel für mich anders aus als im Video. Hier könnt ihr ja nochmal unten drunter schreiben, was ihr davon haltet. Ich bin da verunsichert. Aber auch das Kleid habe ich mir in der Größe XS bestellt
Und ja, sag mir was dazu. Ich weiß es nicht. Wir fliegen ja gerade in den Urlaub und dieses Kleid passt perfekt für schönes, warmes Wetter. Es ist ein schönes, verspieltes Sommerkleid. Vorne ist das hochgeschnitten, es ist lang und hat hinten einen Schlitz, einen nicht zu hohen Schlitz. Aber der Rücken, der ist sehr verspielt. Der ist komplett frei und hat hier Bändchen, womit man das komplett zuschnüren kann. Und man kann das so zuschnüren, dass das Kleid wirklich 1A sitzt. So, dass es nirgendwo Falten schlägt oder Wellen schlägt oder auch keine Flügelchen. Ich sage immer ganz gerne Flügelchen, wenn es irgendwo nicht ganz der Größe entspricht, die du hast. Insgesamt finde ich das Kleid schön. Auch ein Zipper hier hinten, damit man auch hier gut reinkommt, denn er sitzt oben wirklich sehr eng. Insgesamt ein schönes Sommerkleid, mit dem man nichts falsch machen kann und fühlt sich auch ganz gut an. Auch das Kleid habe ich mir in der Größe XS bestellt und es sitzt überall sehr gut. Und dann durfte bei mir noch ein schönes, elegantes Kleid anziehen. Das ist so ein kurzes Kleid in dieser schönen Farbe. Hat hier vorne einen wunderschönen Gürtel. Und hinten noch einen ganz, ganz kurzen Schlitz, den man auftrennen kann. Ist vorne auch hochgeschnitten und hat hier vorne solche Abnähte. Sieht auch sehr elegant aus. Auch das ist ein Kleid, wo ich sagen würde, dass es für mich multifunktional ist. Ich könnte es sowohl im Büro tragen, als auch abends zum Ausgehen. Finde ich deshalb sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Habe ich mir ebenfalls in der Größe XS bestellt. Das Kleid habe ich zum Beispiel mit diesem. Ich sage dazu ärmellosen Trenchcoat. Bei H&M hieß er anders, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie das hieß. Das hier ist für mich einfach mal ein Trenchcoat, wo die Ärmel ab sind. Das hat einen Bindegürtel, hat vorne zwei relativ tiefe Taschen, hat einen sehr auffälligen Kragen und hinten auch einen Schlitz. Mir hat das in der Kombination sehr gut gefallen. Es ist halt etwas eher für die, es ist halt eher so ein kleiner Eyecatcher. Das macht das Ganze noch so ein bisschen besonderer und wertet das Kleid ein bisschen auf. Sieht sehr, sehr classy aus. Das hat mir sehr gut gefallen. Das habe ich mir ebenfalls in der Größe XS bestellt und darf sehr gerne bei mir bleiben. Ansonsten bin ich nun am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, schreibt mir doch in die Kommentare Sonnenschein, denn das ist das, was mich die ganzen letzten Tage einfach mal zum Lachen gebracht hat. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst mir gerne etwas Liebe in den Kommentaren und ich sehe euch beim nächsten Mal. Tschüss, eure Jules.